Ich bin Baubiologe und angestellt bei Carliff Electric. Wir reden heute über das Sprichwort Unverhofft kommt oft. Dafür habe ich eine kleine Agenda erstellt, die ich kurz vorstellen möchte, bevor ich mit dem eigentlichen Vortrag beginnen werde. Zum einen ist der Punkt Bratkartoffel wichtig. Der Punkt Herz XXX, die Erklärung folgt. Des Weiteren die Ohrwurm. Tja. Wie lachen wir denn? Schwer zu lesen, schwer auszusprechen, Natriumpermanganat. Und zum Schluss werden wir natürlich zu den ganzen Begriffen die Quintessenz aus dem Ganzen ziehen. Die tue ich mal hier. Zu meiner Person, ich bin 1978 geboren in Cardiff, deswegen arbeite ich auch bei Cardiff Electric. Ich habe von 1988 bis 1995 Bauingenieurwesen studiert und bin jetzt zertifizierter Baubiologe. Wir beschäftigen uns bei Cardiff Electric mit folgenden Symptomen. Unverhofft kommt oft. Bezogen auf eine Bratkartoffel können Sie sich so vorstellen, dass eine Bratkartoffel einen bestimmten Krustengrad hat, der auch gemessen werden kann. Ich habe ein paar Unterlagen auf meinem Beamer, die sind euch komplett ausgewertet, deswegen würde ich Sie dann auf die nächste Woche vertrösten, da können wir darüber reden. Des Weiteren hat die Gürtelrose nicht unbedingt etwas dort mit zu tun, ist aber auch nicht ganz zu vernachlässigen. Eine Sekunde. Das Natriumpermanganat dient hierfür als Indikator, um den Karzinogengehalt der Bratkartoffel feststellen zu können, denn durch die Krustenbildung können sich auch schnell krebserregende Zellen entwickeln. Die Quintessenz des Ganzen daraus erstreckt sich bezogen auf die Liebe, das Natriumpermanganat und den Namen unserer Firma, das unverhofft oft kommt. Vielen Dank.